So, nachdem wir jetzt Graphene OS eingerichtet haben, denke ich, es ist mal Zeit, so ein wenig Bilanz zu ziehen. Wenn man auch diese verschiedenen Custom ROMs vergleicht, das möchte ich gleich machen in Form einer Tabelle. Ähm, vorausgeschickt, auch nach diesen ganzen Datenschutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, ist es schon eigentlich, wenn man es mal so bedenkt, ziemlich erschreckend, dass man so viel unternehmen muss, um überhaupt eine gewisse Privatsphäre zu erreichen, um ein gewisses Level an Datenschutz zu erreichen. Wieso ist es eigentlich nicht umgekehrt, dass man ähm, viel Zeit investieren muss, um weniger Datenschutz zu haben? Das heißt, wieso, ich, wieso ist das nicht der Standard? Ja, wieso kann ich nicht den umgekehrten Weg gehen und müsste zustimmen, dass diese oder jene Dienste installiert werden? Wir wissen ja die Antwort, das hat letzten Endes mit Monetarisierung, mit Geld zu tun. Andererseits fand ich es auch sehr interessant, trotzdem, dass man mit relativ wenig Zeitaufwand schon viel erreichen kann. Wenn man jetzt kein Custom-ROM installiert, habe ich, ja schon, habe ich ja bereits gesagt, so zwei Stunden ja mit zwei Stunden Zeiteinsatz kann man doch mit relativ einfachen Mitteln schon viel erreichen, wobei man natürlich das Handy, das Smartphone und das, was man auf dem eigenen PC macht, ja als Gesamtpaket. Sehen muss. Es reicht nicht, wenn man nur auf dem Smartphone auf diese Dinge achtet. Das muss auch auf dem PC Anwendung finden. Aber das ist ein anderer Bereich. Manchmal habe ich ja, ähm, ja diese Querverbindungen hergestellt. Äh, jetzt erkläre ich euch kurz noch etwas zu den verschiedenen Custom ROMs, äh, wie ich das so sehe, wo die Vor- und Nachteile liegen. Zunächst schauen wir uns dann nochmal Lineage OS an. Damit hatten wir ja begonnen. Ähm, ja, ich habe diese verschiedenen Merkmale hier so sortiert wie. Nach Wichtigkeit. Also ich finde das ganz große Plus bei Lineage OS ist diese Nachhaltigkeit. Ich kann einem älteren Gerät wieder neues Leben einhauchen und die. Ja, es gibt sehr sehr viele Geräte, die unterstützt werden von Lineage OS. Wenn man ein neues Handy kauft, kann man ja schon ein bisschen im Blick halten, dass es das ein Gerät ist, was sehr, sehr allgemein verbreitet ist und so, wenn man das später ins Auge fassen möchte. Ähm, Privatsphäre, Datenschutz gegenüber Google werden auch wirklich verbessert, denn hier sind ja keine Google Play-Dienste vorhanden. Also, wenn ich das richtig mache und auf diese Play-Dienste verzichte, dann kann ich das hier verbessern. Ihr wisst aber auch, dass man bei Linux OS bei der Installation diese Google Apps durchaus auch installieren kann, wenn man das möchte. Ja, dann verliert man natürlich diesen Vorteil. Äh, Linux OS bietet sehr, sehr viele Individualisierungsoptionen. Wer das mag, der wird hier bedient. Dann kommt natürlich ein problematischer Teil. Also für mich ist es nicht problematisch, aber das ist vom Bedienungskomfort her nicht so toll. Ich rede hier von der Kompatibilität. Es ist natürlich so, dass nicht alle Apps laufen, denn manche Apps verlangen ja diese Google Play-Dienste. Das kann man natürlich ändern. Da wird dieser Punkt grün, wenn man diese Google Play-Dienste installiert. Dann würde aber, würden aber Privatsphäre und Datenschutz orange oder rot. Dann hätte man hier ein Problem. Die Sicherheit ist hier nicht so dolle. Ich hatte ja auch erklärt, warum der Bootloader ist entsperrt. Die Firmware wird nicht aktualisiert über den normalen Unterstützungszeitraum des Geräts hinaus. Und dann ein letzter Punkt. Diese Installation ist für Anfänger eine Hürde, wie ich finde. Also das ist gar nicht so einfach. Wenn man das mehrere Male gemacht hat, dann ist das kein großes Problem mehr. Ihr habt aber gesehen in diesem Video, wie ich habe kämpfen müssen was aber eher auch mit Windows zu tun hatte, muss ich dazu sagen. Also ich hätte es viel, viel einfacher gehabt, wenn ich mein Betriebssystem hätte nutzen können. Aber gut, dann kommen wir zu iOS, was ja auf Lineage OS aufbaut. Ähm, ja, die Nachhaltigkeit ist auch wiederum hier der größte Vorteil. Äh, Privatsphäre, Datenschutz gegenüber Google werden auch verbessert. Ich habe jetzt hier drin, Achtung, Achtung, es gibt ja aber dieses E-Konto, was man da anlegen kann, das alle Dienste zentralisiert. Das soll dem Bedienkomfort dienen und es, wird, es läuft ja alles über europäische Server. Also, ja, vertraut man dem oder nicht? Das ist hier die Frage. Deswegen habe ich das mal nicht grün gesetzt. Äh, was hier weiter hervorsticht, ist, hervorsteht, ist natürlich die Kompatibilität. MicroG wird ja verwendet. Diese Mi MicroG ähm, gaukelt ja das Vorhandensein dieser Google Play-Dienste vor und damit funktionieren weitaus mehr Apps als ohne diese Dienste. Ähm, vom Komfort her kann man sagen, okay, das, dieses Bedienkonzept, das ist an äh, iOS, das heißt an das Apple-System angelehnt, das kann man mögen, deswegen habe ich das hier mal grün hingesetzt. Ich habe es aber auch gleichzeitig als negativ. Als ein Negativpunkt hier hingesetzt. Das kann man mögen oder nicht. Ich bin kein großer Fan von diesem Launcher zum Beispiel. Äh, dieses Sicherheitsproblem, das haben wir auch. Ja? Bootloader, Firmware, Micro-G sind Schwachstellen, muss man ganz klar sagen. Und die Installation ist gegebenenfalls genauso schwierig wie bei Lineage OS. Es sei denn, man hat ein unterstütztes Gerät. Ja, Es gibt ja offiziell unterstützte Geräte von. Ähm, Slashy Slash oder iOS und einen Web-Installer, der wirklich, wirklich einfach ist, dann hat man natürlich einen riesen Vorteil. Also ihr seht, das ist eine, ja, ein nuanciertes Urteil hier. Das hängt sehr, sehr viel von dem Gerät ab, das man benutzt und von den eigenen Vorlieben. Und dann zu guter Letzt Graphene OS. Ganz klare Sache, der stärkste Punkt oder die stärksten Punkte, das sind Privatsphäre, Datenschutz gegenüber Google und Dritten. Der Bedienungskomfort, also... Im Hinblick auf Datensicherheit ist durch die Grundkonfiguration super, zumindest meiner Meinung nach. Dann ist Sicherheit ein ganz großes Plus hier. Das hat natürlich mit der Hardware zu tun, die nötige Basis dafür liefert. Die Installation ist wirklich ein Genuss. Das ist super, super einfach. Auch für Anfänger absolut kein Problem. Ja, plus minus. Diese Kompatibilität, ja, dieses Kompatibilitätsproblem haben wir auch. Es laufen wieder nicht alle Apps, weil die Google Play-Dienste fehlen. Diese Google Play-Dienste kann man aber hier installieren und zwar als Apps, die nicht so tief ins System hineingreifen. Damit, ja, meiner Meinung nach zerstört man aber ein bisschen das, was man hier eigentlich erreichen wollte. Deswegen, naja, ähm, Kompatibilität kann grün sein. Wenn man diese plugins installiert, dadurch wird dann aber wieder der Datenschutz ne, gegenüber Google äh, rot. Ja. Ich versteht, was ich meine. Dann das Thema Nachhaltigkeit ist hier etwas schwieriger. Diese Nachhaltigkeit ist eigentlich nur beim Top-Gerät von Google ja, gegeben. Also jetzt Beginn 2022 wäre das das ähm, Pixel 6 in den zwei Ausführungen. Ähm, da hat man fünf Jahre garantierten Support von Google, das heißt auch fünf Jahre Graphene OS. Und das wäre ja dann auch wirklich toll. Ja, dann würde ich das hier grün färben. So, ähm, hat man die anderen Geräte, dann ähm, ist der Unterstützungszeitraum geringer und beträgt zwei bis drei Jahre. So, im Nachhinein, nachdem ich diese drei Systeme ausgetestet habe, würde ich einiges anders machen oder vor allem eine Sache, ja, zwei Dinge anders machen. Zunächst einmal, iOS würde ich nicht mehr installieren. Ich brauche dieses E-Konto nicht, ich, ich, bin auch, ich, ich mag diesen Launcher auch nicht. Ich hätte an dieser Stelle äh, Linux OS mit MicroG installiert. Es gibt diese Abwandlung auch, ja, da habe ich nicht von gesprochen, ich habe es mehrmals erwähnt. Also, das gibt es. Das ist eine Abspaltung von Lineage OS und Micro G wird integriert. Das würde ich wahrscheinlich dann dieses Mal nehmen. Das Google Handy, das ich gekauft habe, das Google Pixel, das ist das Google Pixel 4a 5G, das würde ich auch nicht mehr kaufen. Einfach aus dem Grunde der Nachhaltigkeit. Mein Gerät wird ja noch wahrscheinlich zwei, maximal drei Jahre unterstützt werden. Und äh, nachdem ich jetzt diese Erfahrungen gemacht habe, nachdem ich Graffino S habe testen können und für gut befinden können, würde ich jetzt wirklich hingehen, in den sauren Apfel beißen. Nein, nicht in den hier. Ähm, ich würde jetzt dann in meine Brieftasche greifen, etwas mehr ausgeben und dieses Top-Gerät daneben kaufen, wohl wissend, dass ich dann fünf Jahre Support hätte. Und wenn man das dann pro Jahr rechnet, was das Handy dann kosten würde, dann sieht man, da bewege ich mich fast in dem gleichen Bereich, als wenn ich alle zwei, drei Jahre ein neues Handy kaufen muss, das etwas preisgünstiger ist. Gut, wenn ihr dieses Video gemacht habt, könnt ihr mir bitte einen Like hinterlassen, ihr könnt den Kanal abonnieren. Im nächsten Video wird es nochmal philosophisch: mein Rückblick auf diese ganze Aktion, Privatsphäre, Datenschutz gegenüber Google und so weiter. Äh, bis dann!